Aber von allen Seiten wird man ja abgeballert. Was ist denn hier los damals? Was ist jetzt hier? Sieht so aus, als ob da was wäre, ist es aber nicht. Also ich muss einfach nur Leben nach unten kommen. Das ist jetzt mein neues Ziel. Leben nach unten. Okay, ich speichere jetzt. Ein gutes Nichts ist da schön. Naja, doch, immer. Also, weißt du, jede Plattform, auf der ich nicht sterbe, ist eine Plattform. Das zum Beispiel ist auch ganz schön frech, ne? Ich lande jetzt hier ganz freundlich, ohne. Total unvoreingenommen. Der kommt einfach so um die Ecke geschlichen und denkt sich, na komm, wir ballern die einfach mal ab, ne? Ich nehme jetzt den Schaden einfach mal auf. Wie gesagt, I take it all. Natürlich konzipiert man es wieder so. Ja, up, ne? Up ist richtig. Man möchte uns nicht ein glorreiches Ende geben. Also wir springen jetzt mal so ein bisschen. Das kannst du vergessen. Ich rutsche da jedes Mal runter. Ich könnte mal versuchen, warte mal. Hier zu landen. Ach, wenn mich da nicht schon wieder jemand abballern würde. Ey, lass mich in Ruhe. Okay, Munition. Jetzt gerade ist die Munition alle. Alles klar. Ja, ist echt hart. Jeder zweite Schritt kann schon der falsche sein. Ja. Ich sag ja, ne? Das ist hier so der Höllenmodus von Tomb Raider 1. So zum Beispiel, ne? Ein Schritt und ich bin tot. Jetzt, wo ich das so sehe, ist es eigentlich das Level, was. Ist das gleiche Level, was wir schon hatten? Ah! Aber jetzt bricht hier sozusagen alles zusammen. Interessant. Ja, keine Ahnung, wo ich lang muss. Also, hier vielleicht. Offensichtlich nicht. Ja, wo muss ich denn landen? Wo muss ich landen? Wumms, wumms. Also, ne, im letzten Level war ja noch übrigens Wasser. Das scheint jetzt hier anders zu sein. Aber ich, es ist nicht mein Ding, so auf den letzten Metern aufzugeben, ne? Also, nicht jetzt. Nicht so. Da kann ich aber landen. Selbst wenn ich 2000 Spielstände machen muss. Spring noch mal rein. Ja. Jetzt. Ich sag mal, es ist wirklich, das war, weil die Plattform so ganz, ganz kleines bisschen an der Seite weiter nach oben ging und ich dadurch einen kleineren Sprungvorteil hatte. Die Frage ist halt nur, wo will das Spiel jetzt mich hinhaben? Also. Hä? Ich hab nichts gedrückt. Die will schon freiwillig einfach in die Lava springen. Hä? Die hält es nicht mehr aus. Vielleicht da hinten. Es wäre zwar offensichtlich, wo ich jetzt hier lang müsste. Was du jetzt übrigens siehst, das weißt du ja noch nicht, aber das war vom Prinzip her die. Da unten geht es, glaube ich, lang. Das war, wie gesagt, das Atlantis-Level vorher. Aber das scheint jetzt hier
zusammenzubrechen. Boah, es ist halt echt scheiße, sich zu konzentrieren, wenn das ganze Zeit hier so rumwummert, also. Ja, scheinbar hat er das. Scheinbar hat er das, ja. Irgendwie bricht er sein ganzes Leben zusammen. Ich glaube, wo war's hin? Wo muss ich lang? Ich lasse mich jetzt mal ganz langsam hier runterfallen. So, hier ist eine Plattform, wo ich lebe. Das ist ein Speicherstandwert, ne? Eine sichere Plattform ist eine gute Plattform. Boah, ich kann da nicht mehr in die Richtung gucken. Der ganze Bildschirm wackelt hier. Das ist echt wild. Das ist echt wild. Ich sag dir so, wie es ist. Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier richtig bin, aber eigentlich müsste ich ja richtig sein, weil da ja ein Gegner war, ne? Ich habe eine Schranzparty am Laufen, ja. Bestimmt. Vielleicht gibt es ein bisschen Musik, um sie Nerven bekommen, irgendwann hören wir es dann so. Dann geht's richtig los hier. Ich glaube, ich bin ein bisschen in der Falle, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich find's echt verwunderlich, dass du, oder ich find's echt cool, dass du dich an diese ganzen Insider noch erinnern kannst, ja, ja. Die Schranzoma, ich erinnere mich. Ich hab's nicht vergessen. Gott, ich glaube, wir sind ja, also... Ja, wir müssen hier nochmal hoch und uns dann an einer sicheren Stelle runterlassen. Weil so klappt das ja offensichtlich nicht hier. Ich hab's geschafft. Also ich weiß nicht, was ich geschafft habe, aber irgendwas ist passiert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da lasse ich mich jetzt runterfallen. Ist das hier richtig? Alter, ich hab halt keinen Plan, wo es hier lang geht. Das muss doch irgendwie... Ach, schön. Das war kein Quallenwasser, das war Kaulquappenwasser. Ich glaube, das muss sich ziemlich komisch anhören, wenn man diesen Stream ja ohne Zusammenhang hört, ja. Ah, da unten geht's doch lang, oder? Aber weißt du was? Ich gucke jetzt einfach mal, wo es hier lang geht. Also sonst, glaube ich, komme ich hier nicht weiter. Mein Zeug gesagt. Ich mache das jetzt einfach mal, wie gesagt, aber es ist... Wir sind jetzt hier noch in 10 Stunden da. So, jetzt gleich kommt der Endgegner. Ja, ja, das hatten wir schon alles. Das war gerade alles Atlantik. Atlantis, nicht Atlantik. So, ja, komm, jetzt kommt der Endgegner hier. Ne, also ich gebe es dir nicht so offen zu, dass ich hier ab und zu mal reingucke, weil wie gesagt, das ist halt echt... Unding, es ist auch so dunkel, ich sehe gar nichts hier. Jetzt ist er unter Wasser, da bin ich auch gerade. Oder war ich auch gerade? Okay, jetzt ist er in dem fleischigen Mittelraum. Oh, man sieht echt gar nichts hier. Meine Güte. Wo geht er jetzt lang?
doch nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Da, wo ich gerade in Sturm bin, da muss ich wirklich lang. Ich muss da wirklich lang. Also man kommt da auf einen anderen Weg lang, irgendwie so einen ganz komischen, den gerade irgendwie kein Mensch versteht, aber... Es tun einem die Augen weh vom Weg suchen. Ja, ich glaube so ein bisschen, ja, also was heißt, die Augen tun einem weh, es ist halt alles ziemlich... Aber es ist nicht schlimm, es ist halt ein altes Spiel, oder sag ich mal, die Grafik basiert halt auf einem alten Spiel, ist halt... sehr viel Pixel-Matsche, sag ich jetzt mal, ne? Und es ist halt echt schwer, hier irgendwas überhaupt zu finden. So, jetzt bin ich genau da gelandet, wo ich landen sollte. Und das ist halt auch so schwer, manchmal herauszufinden, was eine Plattform, wo ich landen kann und nicht. Manchmal verbrennst du hier, manchmal nicht. Aber gut, Lava stört das ja nicht generell, auf Lava zu laufen, ne? Direkt vor meiner Nase hier. Direkt vor meiner Nase. Na, haben die Bock auf mich? Weißt du was? Ihr könnt mal schön in den Abgrund springen. Wisst ihr was? Springt in die Lava. Ich glaube, da wird ihr jedem einen Gefallen tun. Ein. Schubst mich nicht. Aber schön, dass sich die Pyramide Zeit lässt, was das Zusammenstürzen betrifft, ne? Das finde ich ja ganz nett. So, hier nochmal Munition und nicht gerade wenig. Warum? Ja. Sehr ungünstige Kameraposition. Oder günstig, je nachdem, wie man sieht. Ja, jetzt kommt nochmal Nadla, genau, wie im normalen Spiel auch. Aber tausendmal schwerer mit 5000 Gegnern, die ihr helfen scheinbar. Ich baller jetzt meine ganze Munition weg. Ich glaube, das ist so Sinn der Sache, ne? Dass man jetzt hier. Aber gut, dass ich so viele Medikits angesammelt hätte, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft hier. Muss man eigentlich mal sagen. Ich spring immer in den Abgrund. Warte, 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 jetzt speichern wir. Wir haben schon einen gewissen Teil ausgeschaltet. Mensch, ich will erst das Vieh da erledigen und nicht Nadla. Erst das Vieh, dann Nadla. Aber das ist ein bisschen schwer, wenn wir hier automatische Zielerfassung haben. Ich hab's wenigstens anvisiert, auch wenn ich jetzt. Ja, also. Okay, es ist tot. Medikit. Und sofortiger Speicherstand. Und dann machen wir Nadla fertig. Oder auch gleich drauf einmal. Geht's dir gut? Jesus! Was? Ist sie tot? What? Huh? You can't bump off me and my brood so easy, Lara. Hä, was war denn jetzt passiert? Die ist irgendwie verschwunden so.
Ah, jetzt macht sie ja. Macht sie ein bisschen Morgengymnastik hier oder was? Ja, du kannst das direkt in die Brüste schießen, mich juckt das nicht, ne? Also ich bin dagegen immun. Und zumindest habe ich noch genug Medikits. Ah, wir können ja mal sehen, was schneller ist, ne? Ich glaube, ich bin schneller. Was für ein würdevolles Ende. Tja, Atlantel. Schlaf gut. Hast halt ein bisschen zu sehr mit Mächten gespielt, die du nicht verstehst. Da bist du leider selber dran schuld. Das tut mir ja wirklich sehr leid. Aber, naja. So komme ich jetzt hier einfach raus? Wahrscheinlich nicht. Uiuiui. Und reicht es aus? Natürlich nicht. Letzten Meter muss ich mich ja noch mit irgendwelchen Rätseln quälen. So, aber jetzt müsste es eigentlich gleich vorbei sein. Also, wenn Nadla tot ist. Ich habe jetzt nicht gehört, ob sie was geöffnet hat, aber. Scheinbar war es das noch nicht. So, jetzt, wie viele Hebel müssen ja umgelegt werden? Wie viele sind das denn? Na komm, spring drüber. Ah, wir kommen durch, aber da ist noch so ein fetter Eiterpickel, das heißt, der wird uns noch was entgegenschwappen. Ich sag's doch. Oder? Also die platzen jetzt einfach auf und machen uns einen Weg frei. Sehr witzig. Yay! Auf letzten Metern. Ja, also tolle, heroische Musik und Lava trotzdem zerquetscht hier. Naja. Ach, speichern wir jetzt nochmal. Lara lässt nochmal kurz einen fahren hier. Und dann geht's los. Ich muss sauer laden, oder? Das war irgendwie lustig. Du schaffst das, Lara! Boom. Lara, ich glaub an dich! Du schaffst das! Ja! Ja! Und raus da! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Meine Nerven! Oh! Das haben wir uns jetzt verdient, ja. Oh! Ist das schön so. Nichts mehr mit Atlantis, das war's. Ja, Lara, du schaffst das. Lass dir Zeit. Oh, ist ja nicht so schlimm. Ein paar Goldsplitter im Rücken. Oh, mein. Huiuiui. Aber schön, dass das Schiff da noch steht, ne? Tja. Und so ging Atlantis unter. Ja, also überlebt sie alles, ne? Du bist eine gute moralische Hilfe, das stimmt. Also, du hast mich hier ein bisschen gepusht, muss man sagen. Also, es hat geholfen. Das Ende. Meine lieben Leute, wir haben es geschafft. Sabathys Tomb Raider. Es ist geschafft. Danke, Lara, dass du Atlantis zerstört hast. Ja, ja. Also, ich muss sagen, wirklich fantastisch. Also wirklich, dafür, dass man bedenkt, dass das hier ein Fan-Remake ist oder einfach so eine neue Version von Fan. Grandios. Es ist viel zu schwer gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war gegen Ende eigentlich öfter frustriert als wirklich bespaßt, aber. Ach, er möchte auch Sabathys Tomb Raider 2 machen. Oh, das kann ja richtig gut werden. Was haben wir denn hier? Final Statistics. Ich habe 492 Viecher getötet von 514. Das ist relativ viel, würde ich sagen.
Pickups, naja, 250 von 368. Secrets 19 von 60, da war ich ja mal richtig scheiße. Und ich bin 567 Mal gestorben. Na, das ist doch schön. Das ist doch. Das ist doch gesund, ne? Und ich habe 18 Stunden gebraucht. Also, das Witzige ist, nur mal so zum Vergleich. Der Run, den ich hier sehe, der hat 6 Stunden und 57 gebraucht und ich habe 18 Stunden gebraucht. Naja, hat bestimmt sehr viel Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen, wie ich hier komplett verzweifle oder sowas. Aber ja, Leute, wir haben es geschafft. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Und natürlich geht's auch weiter mit Tomb Raider. Und zwar dachte ich mir, das nächste, was kommt, ist dann Tomb Raider 3, damit wir auch mal mit den klassischen Spielen weiter vorankommen, ne? Und natürlich auch weitere Custom Levels. So, und ich danke dir übrigens für deine moralische Unterstützung, Yuki Biene, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.